Hallo Borkheide, hallo Welt, herzlich willkommen hier bei Borkheide News TV. Es ist Ferienende und es sind nur noch 50 Tage bis Weihnachten. Die nächsten Ferien stehen schon wieder fast ins Haus und zwar ab 23.12., dann bis 3.1. nächsten Jahres. Jo, was gab's denn so alles in Borkheide? Als erstes mal der berühmte Lampignon-Umzug, den die Gemeinde hier veranstaltet hat. Der fand am Freitag wie jedes Jahr statt. Und unser Matze war mit der Kamera dabei und hat die Kiddies und die Erwachsenen begleitet. Hier ist der Filmschnitt davon. Bitteschön. Ja, hallo Lutze. Ich habe mich am Freitag mal ganz kurz noch auf den Lampignon-Umzug in Borkheide rumgetrieben, organisiert durch die Gemeinde Borkheide, wie in jedem Jahr, unterstützt unter anderem durch die Feuerwehr mit der Absicherung, durch den Schulförderverein, durch das Team der Quirlis und auch das Team des Kindergartens haben hier dieses Event unterstützt, um ein paar kulinarische Leckereien noch anzubieten. Ja, in Summe wieder ein schönes kleines Event für klein und groß. Und ich denke mal, wir freuen uns auch hier wieder auf das nächste Jahr und die Unterstützung von allen Teilnehmern. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Macht weiter so. Das bereichert unseren Ort immer wieder um ein kleines Stückchen mehr. So viel von hier erstmal. Schaut euch die Bilder noch ein bisschen an. Und tschüss. Ja, vielen Dank, Matze, dass du da warst. Ich war natürlich anderweitig unterwegs und hatte schon fast ein schlechtes Gewissen, nicht dabei zu sein. Jo, was gab's noch? Am Sonntag diesmal kein Fußball, dafür allerdings der besondere Abend. Unter der Reihe 20 Jahre der besondere Abend war diesmal dran. Musik trifft Poesie. Der Kammermusikabend mit Cornopia Trio bot eine interessante Symbiose zwischen den Gedichten von Mörike, Morgenstern, Schiller und die Musik von Mozart, Britten und Wiander. Im Rahmen ihrer Tätigkeit an der Mannheimer Musikhochschule haben sich Professor Peter Arnold Horn und Rezitation, Singing Lee Oboe und Aun Jung Lee Klavier zu dieser besonderen Trio-Formation zusammengefunden, um die wirklich reizvolle Musikliteratur für die Besetzung zu pflegen. Der Name Cornopia Trio erklärt sich daraus, dass das Instrument des Gründers dieser Formation, also des Professor Peter Arnolds, das Waldhorn ist und die Orchesterliteratur Corno genannt wird. Hier ist ein Mitschnitt von diesem sonntäglichen Programm. Stammt aus dem frühen Mittelalter. Wahrscheinlich gebaut von Hornbach dem Älteren. Orsini, Rendezvous de Chasse. Thank you.
ich muss noch, ihr wisst, wenn ich mal anfange zu reden. Ja. Jetzt dürfen wir doch richtig sagen. Ja, das war es erst einmal dazu. Die nächste Veranstaltung findet bereits am 2. Dezember um 17 Uhr, diesmal allerdings im Foyer der Kita Borkheide statt. Dort kommt Don Quixote mit den Schauspieler René Char und dem Gitarrenduo Canciones Españolas, Gerhard Koch-Darkow und Erich A. Radke. Also wer da Spaß dran hat, die letzte Veranstaltung, glaube ich, in diesem Jahr, bin mir gar nicht so sicher. Jedenfalls am 2. Dezember ab 17 Uhr im Foyer der Kita Borkheide. So, dann haben wir noch B2B Racing. Ja, die Abschiedsparty, die am Donnerstag, also diesen Donnerstag, am 8.11. ab 18.30 Uhr auf dem Marktplatz stattfindet. Wir sind natürlich dabei und werden die mit begleiten. Die Rallye B2B Racing, also diese Rallye Dresden-Dakar-Banjul, findet für wohltätige Zwecke statt und spendet für diverse Hilfsprojekte in Gambia. Wer da noch was spenden möchte, kann dort seine Spenden mitbringen. Schön wären so kleinere Sachen wie Basecaps, Fußbälle, aber unaufgeblasen, Buntstifte, Federbeispiele, etc. So Kleinkram, Kinderspielzeug, Sonnenbrillen und so weiter. Ja, Verpflegung gibt's dort auch. Es gibt was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Wird dort von der Hoffleischerei Kaplik das Catering durchgeführt und der Erlös, der dort erlöst wird, eben geht zum Teil mit in die Spendenkasse. Wie gesagt, am 8.11. ab 18.30 Uhr auf dem Marktplatz, da könnt ihr euch das Fahrzeug von B2B Racing noch einmal anschauen und mal mit den Fahrern, mit den Piloten selbst sprechen. So, dann gibt es noch eine Information und zwar Demo gegen Windräder. Die Bürgerinitiative Waldkleeblatt, natürlich Zauche e.V., veranstaltet am Samstag, dem 10.11. um 14 Uhr bei Riesdorf-Kaniner Straße eine Protestveranstaltung gegen Windkraftanlagen im Wald. Hintergrund ist die Anordnung des Brandenburger Umweltamtes mit Bescheid vom 24.09.2018 zum sofortigen Vollzug der Errichtung von 12 Windkraftanlagen im Wald in der Riesdorfer Heide. Unmittelbar betroffen davon sind natürlich die Gemeinden Fichtenwalde, Riesdorf, Borg, Heideburg, Walde und der Klinikstandort Beelitz, Heilstätten. Wer also daran teilnehmen möchte und seinen Unmut mal so richtig kundtun möchte, der hat dort die Möglichkeit. Wie gesagt, am 10.11. 14 Uhr Kaniner Straße an der Autobahnunterführung, Nähe und Autobahnunterführung A9. Dann gibt es noch eine Information vom Hotel Fliegerheim. Dort gibt es nämlich jetzt die erste Ladestation für E-Autos, wie man hier sehen kann. Für die Gäste des Hotels wird dieser Service kostenfrei angeboten. Jetzt fehlt nur noch eine richtige Tanke hier, dann sind wir hier so richtig glücklich in Borkheide. Ja, kostenlos für Gäste, tolle Sache. Und auch die Freiwillige Feuerwehr hat Informationen an uns weitergegeben. Diese möchten nämlich ab nächstes Jahr zwei Gruppen für die Jugend anbieten. Einmal eine Gruppe von 8 bis 10 Jahren, die alle 2 Wochen trainieren soll. Und einmal eine Gruppe von 10 bis 18 Jahre. Aber darüber berichten wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal genauer mit mehr Informationen. So, dann noch mal ganz kurz zum Sport. Fußball, nein, es war natürlich noch nichts los, aber es passiert am Sonntag, nächsten Samstag, nächsten Sonntag selbstverständlich, spielt der BSV 90 gegen den FSV Großkreuz 2 und wie immer ab 14 Uhr und hier bei uns auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz in Borkheide. Fans sind natürlich gerne gesehen, da gibt es auch immer mal ein Bierchen und eine Bockwurst und natürlich so Kleinkram vom Verein selbst. So, jetzt fehlt nur noch das Wetter. Jetzt müsste man mal fragen, Matze, mit dem Wetter, sag mal, Moment mal. Matze, sag mal, Junge, wo bleibt denn das Wetter, verdammt nochmal? Wie lange soll ich denn warten? Ich will auch mal fertig werden. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Mach hin jetzt, Mann. Ja, bitte. Ja. Hast du gleich, ist doch gut. Ich bekümmere mich schon ums Wetter.
Hallo Burg, heile, hallo Welt, der Ben genervt. Das Wetter, ja, wir haben in der kommenden Woche, so wie es aussieht, mit um die 15 Grad und relativ vielen Sonnenstunden zu tun. Es fehlt nach wie vor der Regen. Können wir nicht ändern. Die Bewölkung wird voraussichtlich erst zum Freitag, Samstag ein bisschen zulegen. Also es wird ein schöner goldener Herbst in dieser Woche. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Kommt gut durch selbige. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, was hat da jetzt so lange gedauert? Mann, danke trotzdem, vielen Dank fürs Wetter. So, jetzt noch eine letzte Information und zwar diesmal in eigener Sache. Das Team von Borgheide News TV veranstaltet am 24.11. von 16 bis 22 Uhr am Jugendraum Borgheide den zweiten Borgheide News TV Glühweinabend. Bei Tee, Glühwein, Bratwurst und dezenter Hintergrundmusik möchten wir, also Matze und ich natürlich, uns gern mit euch in entspannter Atmosphäre am Jugendraum Borgheide unterhalten. Ihr erfahrt etwas über unsere Arbeit. Und wir hören euch zu und erfahren, was euch zum Beispiel noch an Informationen fehlt oder wie wir Borgheide noch interessanter präsentieren könnten. Na dann raus mit der Pudelmütze, auf zum Glühweinabend. Eure Grußbotschaften werden wir natürlich dann direkt von dem Abend bei der nächsten Montagssendung mit rüberschieben. Und es gibt da auch diese hier neu erstellten Postkarten von Borgheide News TV zum Versenden oder Verschenken zu erwerben. So, das war's dann hier wieder bei Borgheide News TV am Montag, wie immer hier vor der Kamera. Euer Lutze und tschüss!